Hoi Rio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mage. Heute wieder zusammen mit dem lieben Max. Hallo. Freut mich, dass ihr immer noch mit dabei seid und immer dran denkt, die Videos zu bewerten. Damit auch jetzt hier mal wieder eine Aufforderung. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da und wir gehen auf den Server und es geht ganz los. Genau. Ihr könnt mir auch gerne tolle Sachen schreiben. Also ich lese auch gerne Kommentare. Ich wette Max auch. Ja, doch. Solange sie keine bösen Wörter beinhalten. Ja. ich bin immer noch unten. Also ich weiß nicht, wer den Stream mitgekriegt hat. Ich bin sehr salty am Ende rausgegangen aus dem Stream, weil meine Mob-Farm nicht so funktioniert, wie sie sollte. Und es waren halt so viele Leute da. Ich bin auch während des Streams leider zweimal verreckt. Ui. Ist mir noch nie passiert. Aber irgendwann muss ja mal das erste Mal sein. Zwar. Also der Stream, ihr könnt ihn euch gerne angucken. Ich fand ihn für mich persönlich äußerst frustrierend. Okay, die Smeltery, die ist jetzt hoch. Ja, ich habe schon gehört, aber das sieht halt auch nicht mehr schön aus, ne? Nee, ist da denn noch was drin? Drin nicht mehr wirklich, aber da das automatisiert wurde von Stunter, ist das alles in dieser Truhe drin. Und da gar nicht mehr. Na, dann wenig. Ist ja gut. Ja. Nö, aber wenn wir ein bisschen Erz haben, ich meine, es geht ja sonst keiner farmen. Ja. Ist halt schwierig, ne? So. Wo bist du nochmal? Ich bin gerade unter der Erde bei meiner Mob-Farm, wo ich immer noch hoffe, dass ich genug Blut zusammenkriege, um dann endlich einen Spawner mit Blocktransport hierher bringen zu können. Das ist immer noch. Wo war nochmal das Loch? Bist du peinlich? Ah, da unten, ja. Ich hab's gefunden. So. Das Problem ist halt einfach, ich weiß nicht, aber vielleicht kannst du mir dabei helfen. Wenn du gleich auch den Sacrificial Dagger mit benutzt und dein Blut hier mit rein opferst, aber es ist natürlich ob das klappt, der ist das letzte Mal schon in die Hose gegangen, als ich es allein gemacht habe. Weil der Altar, ne, der kann halt leider nur insgesamt 10.000 Einheiten Zeus speichern, so. Also Blut speichern, Zeus, wie soll ich Zeus? Und diese 10.000 Einheiten reichen halt irgendwie hinten und vorne nicht. Wenn du eine Sigil machen musst mit 15.000, ne? Das ist ein mathematisches Beispiel. Das heißt, entweder kommen schnell genug Mobs nach, dass ich die schnell töten kann, damit der Altar voll ist, oder ich muss mich halt selber ritzen. Und das ist halt im Moment immer die einzige Alternative, das Ding vollzumachen. Hier, tu mal deinen Beitrag. Einfach in die Hand nehmen, rechte Maustaste drücken. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber... Was, ich soll mich selber töten, oder was? Ja, nee. Das war mein erster Tod im Stream. Das war richtig dämlich. Da habe ich einmal zu oft drauf gedrückt. Warte, ist der voll? Ist der voll? Nee, ist noch nicht voll. Ah, man kriegt halt viel zu wenig Life-Points rein, wenn man das selber macht. Ich glaube, es sind nur... Ja, ist gut. Es sind, glaube ich, nur 200 jedes Mal, wenn man ein Herz verliert. Oh. Was war das? Ey, ich habe jetzt nichts mehr zu... Habe ich irgendwas zu essen? Na, du könntest mir auch was zu essen holen. Das wäre gut. Haben nämlich auch nichts mehr. Hier, ich hab ein Steak und viel Protein. Ja, nee, ein Steak hilft da gar nicht. Jetzt hat's geleckt. Ach, es hat auch hier die ganzen blöden... Oh nein, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, das Steak gibt einfach Full Life Instant. Hast du mal auf deine Nutrien-Bestandteile geachtet, so? Auf was? Wie viel Gemüse und andere Sachen du isst? Nee, wieso? Drück mal N. N? N wie Nordpol. 97% bei Fruits, 100% bei Protein. Leute. Ja, das Problem ist, das muss eigentlich ausgeglichen sein, sonst ist man nicht mehr so stark. Ich habe jetzt 4 extra Herzen nochmal dazu bekommen. Naja, wenn man das ein bisschen ausgleicht, dann wird's besser. Krass, okay. Siehst du hier, dass nichts spawnt? Komm mal hier runter, komm mal hier hinten zu mir. Hier. Vielleicht reicht das ja, dass da ein bisschen was spawnt. Gib mir mal meinen Dagger wieder. Bitteschön. Also der Mann ist einfach ärgerlich. War der jetzt nicht voll? Der sah so voll aus. Ja, aber dann sind es nur 10.000. Das ist halt das Problem. Pass auf, wir gehen einfach hoch und kümmern uns mit Schmelze und ich gucke nachher nochmal, ob hier genug gespawnt ist. Hier geht's raus. Okay. Weil im Moment wüsste ich halt sonst muss ich halt die ganze Zeit warten. Ich habe halt eine... ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe mittlerweile ja eine Blood Magic Rüstung an. Die muss ich mir gleich nochmal angucken. Gib mir so verschiedene. Du kletterst die Leiter hoch. Du weißt, dass man nur rechte Maustaste auf die Leiter machen muss und man ist oben? Lol. Okay. Gut, hast du was gelernt? Wusste ich nicht. Dankeschön. So,
Müssen wir mal gucken. Und okay, diese Blood Magic Rüstung, die sorgt halt jetzt dafür, dass ich zum Beispiel halt irgendwas besser kann. Ich habe das selber noch mal gucken. Nice Lichtquelle durch einen Zauber, die dauerhaft leuchtet und cooler aussieht als Fackeln. Ah. Willst du mal sehen? Cool. Ja. Blatt, sieht ein bisschen aus wie eine Seele. Und die bleibt da? Die bleibt da, ja. The Punkt, ne, Teilpunkt, Leitpunkt, Name. Cooles Ding. Kann man einfach auch wegkloppen. Ja. Oh. Okay, jetzt kümmern wir uns mal. Bevor wir das jetzt kaputt machen, sollten wir vielleicht mal ein bisschen Cobblestone verbrennen und dann Seared Bricks rausmachen. Willst du die wirklich noch viel größer machen, oder was? Nein, aber das, was wir hier haben, ist ja ziemlich wenig. Wir brauchen ein bisschen mehr. Hallo, das ist meine Schmelze. Sei mal ein bisschen sensibler mit dem, was du so kriegst. Ja, nein. Nein. Wenn wir sie jetzt umbauen und darüber setzen, dann machen wir sie ja gleich ein bisschen größer und ein bisschen cooler. Ja, von mir aus. Was wir jetzt theoretisch bräuchten, wäre dunkles Holz in Lockform. Hast du sowas? Holz. Darkwood oder so? Wofür brauchen wir Holz? Ach, du wolltest eine Plattform runterbauen, ne? Oder irgendwie sowas? Nee, ich will mit denen so, also in dieser Architektursäge da, ein bisschen die Form ändern und dann die Schmelze ein bisschen verschönern. Um auf deine Frage zurückzukommen, nein. Hab ich nicht. Okay. Ich habe nicht mal eine Axt, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte dir eine geben, dann könntest du ja mal suchen, während ich hier die Bricks mache. Nach dunklem Holz soll ich suchen. Ja, also ist egal welches. Hauptsache es ist ein bisschen dunkel und sieht gut aus. Aha. Ja gut, wenn du das so sagst. Gut, es ist automatisch, ey, das ist voll gut. Dramax, Prince, okay. So. Oh. So, okay. Jetzt die aber in welche Richtung? Warte mal, wir haben doch die Map. Irgendwo musst du doch vielleicht ein Darkwood Biome oder sowas. Wie macht man eigentlich dieses Seared Dingens Bumsens? Keine Ahnung. Window, Seared Window. Okay, ich brauche Glas. Habe ich noch irgendwo Glas? Ich habe bestimmt irgendwo Glas. Oder auch nicht. Hat irgendjemand? Anscheinend nicht. Verdammt. Du willst also wirklich Dark Oak Wood haben? Irgendwas. Irgendein Holz, das zu diesem dunklen Stein passt. Und ja, das ist schwierig, ja, ne? Mein kleiner Padawan. Wirklich? Ja. So richtig, wir könnten hier was abbauen von der Festung. Könnten wir mal probieren. Wir haben hier leider keinen Wayne Miner drauf. So wird das alles ein bisschen schneller gehen. Ja, das ist leider so. Du hast mir noch nicht gesagt, wie viel du haben möchtest davon. Gute Frage. Ich glaube, Stack müsste reichen. Ach, mehr nicht! Ja. Ach, guck einfach so viel du kannst. Das ist jetzt nicht so. Hier ist die Blume, du blöde Ziege. Bäh. So, mein Duett singen. Bäh, 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 bäh. Bäh, 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 bäh. Tschüss. Hier habe ich noch ein Glas. Wow. Nice. Also wir haben so an Material so gar nichts bei uns in der Stadt. Das ist echt traurig. Es geht auch keiner farmen. Keiner, alle muss immer 1000 Kisten durchsuchen. Die Leute haben sich bei mir im Stream schon beschwert, warum ich dich jetzt das Lager allein bauen lasse. Stimmt gar nicht. Wir haben einfach nicht mehr die Zeit gehabt, zu zweit zu spielen. Den Anfang Leute haben gesagt, wir zu zweit gemacht. Ja, du hast auf jeden Fall noch die Fenster eingesetzt, habe ich gesehen. Ja, und ein Gate reingesetzt. Ja, und oben Betten reingestellt. Ja, das Blutzeug hier rüber und das Lager ist fast fertig. Da müsste ich nur noch die Wände bauen und ein paar Truhen hinsetzen. Wie, ist unten fertig? Ja, fast. Also, so gut. What? Eine Folge noch und dann wäre das bereit zum Einräumen. Das wusste ich gar nicht.
Ich hab da, war das lange nicht unten. Ich habe gedacht, ach, das sieht immer noch so aus wie immer. Da muss ich mir das auch nicht angucken. Und okay, dann tut es mir leid, dass ich dich damit doch alleine gelassen habe. na gut, bin ich doch der Verräter. Sorry. Okay, sorry. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit ich da hier diese Gläser reinbringe. Ich hoffe, das war hier irgendwie nicht eine Base von irgendwem einen oder anderen Spieler. Ich hoffe, das ist okay, was ich abreiße. Dü. Oh, auf zu laggen. Ich brauche Cobblestone. Ist richtig gut. Endlich haben wir für Cobblestone Verwendung. Ja, da hast du recht. Bricks machen. Okay, so, wie viel haben wir jetzt? 1,5 Stacks. Du meinst, es reicht, ne? Ja, müsste reichen. Also wir werden die jetzt nicht so hören. Die Frage ist, wo stellen wir die hin? Ich dachte so, vielleicht nehmen unser neues Domizil, oder nicht? Ja, doch. Wäre auf jeden Fall. Da, da ist auf jeden Fall der Bereich, wo ich sagen würde, wir bauen uns da Stück für Stück auf. So, mehr dunkles Holz hat sie auch nicht. Dann gehen wir jetzt zurück zu Max. Muss Homo Sweet erstmal die Todespunkte löschen. Die sind ja peinlich, ey. Aua, nein, fies, fies. Tschüss. Ist das jetzt gleich? Ja, das ist gleich. Es wäre im Übrigen ganz supi toll, wenn du kurz schlafen könntest. Ich? Weil, ja, hier sind irgendwie sehr viele Monster unterwegs, die mich alle nicht Moment. Besonders gern haben. Nee, falsche Richtung. Muss ja ins Haus. Moment, ich leg mich ins Bett. Halt okay, es geht nicht, weil... Bin schon da, hallo. Okay. Hast du gerade erledigt. Ja, ich glaube, wäre trotzdem besser, mal zu schlafen. So. Good morning. So, jetzt Max war jetzt lange noch hier. Ich gucke jetzt mal, ob unten in der Mobfarm irgendwas gespawnt ist. Hier, Max, das Holz. Bitteschön. Hier und hier. Und die Axt, da. Ich gehe mal ganz kurz runter gucken, Dankeschön. Wie das da aussieht, ja. Oh Gott, ich schüssel das jetzt mal. Die Frage ist, wo bauen wir das hin? Also jetzt hier daneben oder da, wo der Chocobo-Stall ist? Da, wo es schön aussieht, würde ich sagen. Ich meine, es soll ja bestimmt an eine Straße hinkommen und es soll ja verbunden werden, oder? Ja, würde ich auch so sagen. Dann machen wir die doch einfach hier hin. Hallo Mobs, warum seid ihr jetzt nicht... Ich habe drei Mobs hier unten. Wer gibt mir Slowness? Eine Blume vielleicht. Nein, dieser Kackzombie. Ach, er brennt mich auch noch an. Ist klar. Alter, wie hebt er? So. Mann, das reicht doch wieder hinten und vorne nicht, wenn ich das nicht machen würde. Da müssen noch ein paar mehr Mobs spawnen. Hey, was mache ich denn hier gerade? Das... Nein, das brauchen wir nicht. Jetzt so. Sowieso noch viel mehr Mobs. Oh, beschissener Creeper, Mann. Gut, dann eben nicht. Das war gerade unnötig, dass ich die Erde dahin gesetzt habe. Oh, Mann. Okay, du bist gerade... Wo ist er gerade? So, jetzt gucken wir uns das erstmal an. Also, ich habe dieses Tor hier. Das... Aua, ey, was soll denn das jetzt hier? Wirst du verkloppt, oder was? Ja, ich habe mich aber gewehrt. Ich bin schon alt genug. Wie viel Schaden macht denn mein Schwert? 11,5. 1700. Oh, okay, wir haben doch noch ganz gut Wild gekriegt. Wie auch immer. Ah, hier hast du auch die Truhe hingestellt zum Auto-Reparieren von Items, ne? Jo. Jetzt mal schnell das Schwert. Oh, papa, papa. Scheiß Creeper. Ist es eigentlich aufwendig, hier die Blattchests zu füllen? Nee, gar nicht. Daneben ist ja dieses getrocknete Blut, das man überall findet. Das kann man da auch reinmachen. Geht das? Kann ich mir nicht einfach hier von ihm den Bluttank klauen und bei mir in den Altar schmeißen? Vielleicht geht das kannst ja auch. Du mal kannst du ausprobieren. Naja, ich wüsste nicht wie. Das ist mein Problem daran. Ist es egal, wie breit man die macht? So.
Die Smeltery? Ja, du kannst die mittlerweile bauen, wie du selber gerne möchtest. Es gibt keine Vorlagen. Geil. Mal drei. Nee, achso. Das soll die Grundfläche sein, dann ganz normaler 3x3 Schwälze. Also weiß ich nicht. Oder soll man die nochmal größer machen um eins? Also 4x4? Sieht halt beeindruckender aus, ne? Als so eine Standardschmelze, weil diese Standardschmelze sieht man halt hier in jeder Ecke. Du könntest sie auch mal unförmig machen, nicht quadratisch. Weißt du so? Ja, echt? Geht das? Ja, das geht. So einfach mal ein bisschen was anderes als sonst. Du könntest sie auch zum Beispiel nur ein breit machen und dafür 8 lang oder sowas. Ja, total dämlich, aber es geht theoretisch. Du wolltest aber gerne quadratisch, richtig? Ja, schon irgendwie. Aber wir könnten dann hier leider. Jetzt hast du ja noch einen größer. Ja, ja gut, okay. Warum nicht? Komm. So lassen wir es auch. Jetzt ist sie aber nicht mehr quadratisch, du Günther. Ja und? Okay. Du wolltest doch mal was anderes. Ja, stehe ich auch zu. So, gib mir mal die Zubehörteile für die Schmelze oder gib mir mal irgendwas von der Schmelze. Oder hast du die noch gar nicht aufgemacht? Nee, noch gar nicht. Ich habe da erst noch ein bisschen geschmolzen, weil wir brauchen ja viel mehr, als wir jetzt haben. Ja, das ist richtig. Was ist denn da noch drin? Seared Stones. Ja, die musst du rauslassen. Also damit macht man halt das andere Zeug, dachte ich mir. Ja, klar. So, und ich muss hier. Zum Geier, was das für ein Bug. Seared Stone, ja, aber hast aber nicht viel Cobblestone reingeklatscht, ne? Ja, ging nicht mehr. Haben wir keinen mehr? Ja, doch, aber ich hab's halt einmal voll gemacht und dann angefangen zu bauen. Ah, du hast die. Aha, ich mach die direkt die Seared Stones, ich mach nicht die Seared Bricks. Die oben drauf sind. Nee, also wenn dann Bricks, sieht besser aus. Okay. Dann habe ich Scheiße gemacht. Dann hauen wir aber die Steine nochmal rein hier, die ich gerade rausgeholt habe. So, weg damit. Cobblestone nochmal rein. Machen wir jetzt einfach eine coole große Schmelze dahin. Schmelze. Hast du schon wieder Steine geklaut? Nee. Sicher? Ja. So, wir brauchen ja auf jeden Fall auf der Höhe die. Ah, warte, kann man die. Der Controller muss der nicht mehr in der untersten Reihe sein? Das zum Beispiel ist etwas, was ich nicht weiß. Auf welcher Höhe müssten die Ausgänge sein? Weil sonst müsstest du ja hier Platz haben für so einen Tisch und so. Das ist komplett egal. Also, Controller würde ich halt hier unten jetzt hinsetzen und Tank, aber ansonsten ist alles egal. Es ist wirklich egal, auf welche Höhe ich den Ausgang setze. Ja, klar. Ah ja, dann ist ja wirklich egal. Cool, das wusste ich noch gar nicht. War noch nie gemacht. Ein paar Steinchen. Ah, das dauert natürlich jetzt eine Weile, ne? Bis das so durchgeschmolzen ist und so. Das ist auch Mist. Nein. Immer diese drei Treppen, die so ein bisschen anders aussehen, weil die Struktur nicht hundertprozentig passt. Ja, leider. Ah, nicht so dramatisch. So, ich gehe nochmal runter zu meinem Bluttank in der Hoffnung, dass das Blut diesmal besser ist. Aber keine Ahnung. Ah, immer diese Treppen, die sich falsch aufbauen. Mann. Vielleicht bist du nur zu unfähig, Treppen hinzusetzen. Ja, wahrscheinlich. Aua. Ah, so. Also, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, Max. Was? Aber es ist hier was drauf und ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob es legitim ist, das zu benutzen. Wusstest du, dass hier Set Home und Home drauf ist? Nein, wusste ich nicht. Guck mal. Ich habe mir mein Set Home unten in den Blutleiter gesetzt. Wenn ich jetzt Home eingebe, flupp, bin ich unten beim Blutleiter. Okay, also. Also ich weiß nicht, ob es erlaubt ist halt, ne? Bisher hat das auch noch nie keiner erwähnt, dass es das gibt. Das hatte einer heute im Stream gesagt. Ich weiß auch nicht, woher er es weiß, ob er es standardmäßig von Feed the Beast weiß. Oder ob es ein anderer der YouTuber benutzt, weil wenn du kannst das Set Home hinsetzen, wo du willst.
Naja, ich denke mal, wenn das drauf ist und wir können ja mal nachfragen. Ja, weil es ist natürlich schon, ich sag mal, schon easy, ne? Wenn du irgendwo hin farmen gehst und dann willst du halt zurück und hast keinen Bock, alles zu fliegen, du bist unterste Etage in so einem Dungeon oder machst einfach home. Easy win. Ja, das stimmt halt auch. Ne? Kannst dich natürlich auch aus Kämpfen raus teleportieren. Das ist alles so ein dafür und dagegen, dass ich halt nicht weiß, ob es wirklich dabei sein sollte oder nicht. Das stimmt. So. So, wie viel Blut haben wir denn im Altar? Ah, noch nicht voll. Ich muss jetzt mal kurz zu meinen... Jetzt ist voll. Aber es kommen halt wieder keine Mobs runter. Das ist echt doof. Das ist ein bisschen doof. Naja, Leute, könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber denkt, über die Set Home und Home setzen, ob das überhaupt andere Leute benutzen. Das und ist eine sehr gute... Weil ich habe echt keine Ahnung, ob das erlaubt ist oder nicht. Und ob es Debitor zum Beispiel selber verwendet. Aber wenn ein Debitor und Chaos Crafter das benutzen, dann kann man meistens davon ausgehen... Ja, die Sache ist halt die, normalerweise kann man das ja nur als OP benutzen. Aber wenn es jetzt für jeden frei ist... Nee, das ist ja... Ja, das ist halt von Vize Beast so. Irgendwie drin, weil wenn du diese Modpacks spielst, da gibt es auch. Also ich habe mal eins gespielt, wo es das drin gab. Ich glaube, okay. Das war von Katze irgendwas. Oh, ah, so machst du das. Ah, sehr schön. Also ach, ich mir das gedacht. Wow, sogar mit ist das richtig geil abgerundet und so. Oh, nice. Hat halt so eine Art Rahmen. Finde ich eigentlich, sieht geil aus. Wow. Das ist wirklich eine, aber man kann, ach so. Wo ist die Säge? Ja, die Säge ist im Haus drin. Im Haus. Oh, genau. Ich bin ja reingegangen und wollte den Keller zeigen und da bin ich bei deiner blöden Blutruhe hängen geblieben. So, wir gucken kannst mal. Kannst ja mal sagen, wie du die Wand findest, in dem wow. Stil, das fertig bauen. Wow, ist das cool hier. Warum willst du die Chest in den Boden einlassen? Wie soll man herausfinden, was drin ist? Da kommen Schilder dran noch. Aber es passen halt mehrere dran, wenn eine im Boden ist. Hammer. Hammer. Sieht echt cool aus. Ich wusste echt nicht, dass du das ich hatte Basti ja gesagt, er soll das Lager ausheben. Das hat er gemacht, aber dass wir den Rest schon so weit sind. Respekt, hast du gut gemacht. Wirklich cool, wirklich Dankeschön. Cool. Dankeschön. Jetzt ist die Frage gemacht. Aber Max, ich glaube, weiter. Unsere Folgenzeit ist leider schon vorbei. Ich hätte zwar deine. Auch jetzt meine. Warte, ich muss mal gucken. Ich brauche ja noch, wie viel haben wir denn? Playtime. Ich habe jetzt hab noch genug. 200 Spielzeit. Ich habe jetzt noch 200 280 minus 20 sind 260 habe ich eine Stunde Spielzeit habe ich noch. Das ist eine Folge für Montag und mein Reststream, den ich halt nicht mehr gemacht habe, weil ich sauer war. Den Stream würde ich halt gerne dafür benutzen, noch ein paar Spawner von A nach B zu transportieren. Und das sollte es dann. Oh, vielleicht kann ich. Nee, wir beenden die Folge doch noch nicht. Ich will noch was ausprobieren. Vielleicht schaffe ich es jetzt, das, was ich die ganze Zeit probiert habe. Max, drück mir mal. Nein, hör auf, in die Luft zu gehen. Wehe. Könnt ihr aufhören, euch zu prügeln? Nein, tötet euch nicht. Hört auf, euch zu töten, ihr Idioten! Alles okay bei dir. Oh Mann! Diese Affen. Ohne Witz. Die Mobs töten sich ja lieber gegenseitig, anstelle mir den Loot zu gönnen. Ja, wir können es ja so machen, dass du dich einfach mutest, wenn du aufhören willst, weil ich mache noch ein bisschen weiter. Ja, nee, ich gebe jetzt alles. Ich versuche jetzt mein Glück hier. Okay. Wow, mein LED-Panel ist ausgegangen. Läuft bei mir. Was brauchst du für LEDs denn, ey? Für mein Greenscreen. Aber wenigstens ist meine Softbox noch an. Sehe ich halt halbseitig ein bisschen dunkel aus, aber gut. 15.000 Lebenspunkte. Schalalalalalala. Komm bitte, reich einfach. Autsch. Komm, reich diesmal einfach. Bitte. Es hat. Ach, Halleluja. Ey, ich bin die Folge doch noch nicht. es hat gereicht, Freunde. Das ist jetzt ein entscheidender Fortschritt. Wir werden jetzt in dieser Folge noch das Ding machen, was ich unbedingt bauen wollte. Es tut mir leid, Max, dass ich jetzt gerade im Stich lasse. Mal wieder, weil ich das besonders gerne mache. Mach's nix.
wir werden nämlich jetzt noch die schöne Transpositioning Slate bauen. Die nämlich dafür sorgt, dass ich Sachen hin und her telefonieren kann. Dafür habe ich alles schon da. Alles. Ich bin gut vorbereitet nach dem Stream. Yes. Das hört sich gut an, auf jeden Fall. Boah, ich sag's dir, wenn das läuft, dann GG. Dann GG. So. Das Dia Enderperle, das Dia Enderperle, Obsidian und jetzt go. Ja. Flupp, da ist schon mal das Zeug fertig. Mein Will hat ein bisschen drunter gelitten, aber ist egal. So, Freunde, und jetzt haben wir hier die Slate. Die müssen wir gleich oben einmal aufmalen. Ich weiß nicht, ob Max das schon mal gesehen hat, dieses Ritual. Kann auch ein bisschen was lernen, der kleine Junge. Will ich das? Weiß nicht, vom großen Meister Baloui kann man doch nur lernen, oder nicht? Sag jetzt nichts Falsches. Kann sein. Nee, es war falsch. Scheiß Monster, ey. Ich geh mal kurz schlafen. Gerne. Jo. Ich wusste gar nicht, dass man ein Bett als Trampolin benutzen kann. Lol. Kann man? Ja. Das habe ich auch noch nicht gehört. Ist ja so, Max, komm mal hier zu mir. Wohin? Hier, wo ich stehe. Guck mal, Minimap. Wo stehst denn du? Jo. Du fliegen kannst, das ist schon cool. So, pass auf. Jetzt male ich dir hier was hin. Guck mal, das ist gemalt. Sieht gut aus, ne? Krass. So, jetzt pass auf, jetzt kommt. Das hat nicht funktioniert, oder? Das hat nicht funktioniert, dreh ich durch. Doch, da. Was, VIP? Nee. Ja, warum steht da VIP, Alter? Pass auf, ich schreibe Blitz ein normalerweise. Und da ist sie. Und damit kannst du was machen? Ich kann damit jetzt Blöcke aufheben und woanders hinsetzen. Und cool. Dazu zählen halt auch Spawner. Geil. Und das ist halt das Wichtige für mich. Das kostet aber jedes Mal 5000 Punkte aus meinem Blutnetzwerk. Und deswegen werde ich das jetzt nicht vorführen. Ich werde es später vorführen. Ich habe nämlich leider nur 12.000 im Netzwerk. Das heißt, ich kann 2 Spawner bewegen. Aber das ist alles, was ich machen musste. Gut, so Max, ich mute mich. Und ich habe jetzt noch 60 Minuten Playtime. Das ist ein Stück. Das heißt, ich könnte... Ich nehme eine halbe Stunde auf. Oh, das ist jetzt sehr gut. Ich nehme jetzt schon fast seit 30 Minuten auf. Das heißt, wenn ich jetzt noch... Also, ich kann mir jetzt auf jeden Fall Zeit lassen. Das ist schon mal ziemlich gut. Da kommt halt Control Panel und Tank rein. So, ich knall das jetzt hier einfach so weit wie möglich hoch. Oh, nein, aua. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Wenn wir es so hoch schaffen, wird das schon ziemlich krass. Aber ich glaube, das wird nichts. Naja, die Schmelze muss ja nur eine gewisse Höhe erreichen. Ja? Ich weiß ja nicht, wie viel du da reinpacken willst. Also so, wenn du einen Stack reinkriegst, ist ja schon cool. Ne? Aber ja, es geht klar. Ja eh keiner so massiv farmen. Wobei Basti mit seiner Pickaxe ist schon ganz cool. Die Leute sagen aber auch, ich soll meine Blood Magic Pickaxe weitermachen, weil da brauche ich halt nur Blut im Netzwerk. Also bei mir ist sowieso GG, sobald der Altar voll funktionsfähig ist. Aber mal gucken. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass dass die Lava ja, drin bleibt, wenn ich das abbaue. Das wäre mal extrem gut, wenn die Lava da drin bleibt im Tank. Glaubst du, die bleibt drin? In welchem? In dem normalen? Nee. Okay. Na, dann muss ich die halt umfüllen. Okay, 28 Blöcke sind da noch drin. Oh mein Gott. Naja, alles rausholen. Würde ich da gerne irgendwie noch... Och Mann, ich will die jetzt nicht kaputt gehen lassen, weil das wäre schon extrem gut. Wie der Chocobo hier immer die ganze Zeit johlt, wenn ich vorbeilaufe.
Oh. So. Oh Mist, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich auch keine Axt mehr. Verdammt. So, jetzt das funktioniert. 2, 3. Das 3, dann machen wir auf jede Seite hier auch nochmal 3 Stück, das dürfte eigentlich ganz gut aussehen. Na, shit. Gut, dass ich fliegen kann, sonst würde ich ja jetzt schon nicht mehr hochkommen. Okay, das sieht doch mal ganz nice aus hier. Oh Mist, ich hab was vergessen. Ah, Mist. Da sind jetzt halt noch ziemlich viele. Das könnte ich einfach schon mal abbauen. Ach komm, egal, ich baue die jetzt komplett ab. Das muss jetzt einfach sein. Jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Aber es läuft auf jeden Fall noch raus. Das ist schon mal gut. Jetzt nicht mehr. So. Okay. Ich glaube. Das kommt mal weg. Das brauche ich jetzt. Den Tank bräuchte ich jetzt theoretisch auch. So. Dann haben wir jetzt dahin wenigstens schon mal eine funktionierende Schmelze wieder. Ja, dann ist auch. Oh, der Tank hat die Lava gespeichert. Perfekt. Was? Seit wann kann er denn das? Keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Wo mache ich jetzt den Ausgang hin? Von dem Zeug jetzt einfach an auf die Seite. Wir haben 2 Stück. Wo habe ich denn jetzt das? Habe ich das andere nicht aufgesammelt? Das wäre jetzt doof. Oh nö! So. Kommt das dahin? Das kommt hier wieder drauf. Okay, das war jetzt falsch. So. Wo habe ich jetzt das andere Zeug hin? Alles verlegt. Wo ist das hin? Ach, das liegt da. Nee. Lol. Ach, das ist da drin verschwunden. Alles klar. Läuft. Wie mache ich denn das jetzt? Das bräuchte ich noch. Das auch. Das kommt da mal rein. Das brauche ich gerade nicht. Das klaue ich jetzt auf jeden Fall mal alles. So. Die Frage ist jetzt, wie viel Lava ist da noch drin? Okay, ein Eimer war da noch drin, den kann ich rüber. Nice. So. Gut, Max, da würde ich sagen, ich bin jetzt erstmal weg. Ja, ne? Du darfst gerne gehen. Viel Erfolg noch, ich werde es morgen dann sehen, ne? Ja. Genau. Macht das ja ordentlich. Bis dann. Ja. Versuche ich. Tschüss. Ciao, ciao. Okay. So, jetzt kommt die Sache. Hä? Ach genau, ich hatte das ja letztens an der Ecke. Das heißt, wir hätten da noch... Okay. Heißt, das brauchen wir eigentlich. So. Ist das doch eigentlich in Ordnung? Dann mache ich das gerade nicht mehr. Hier versuche ich noch so viel rauszuholen wie möglich. Das andere Zeug hole ich da mal schnell. So. Diese 2 Teile, die Stunter gemacht hat, ist schon mal ziemlich gut.
So, die kommen jetzt natürlich hier dran und hier dran. Genau. So. Dann versuche ich jetzt einmal mal schnell. Eine Kiste, eine gescheite bräuchte ich halt schon mal, ne? Das ist halt jetzt die Sache, ne? Wo mache ich? Da habe ich. Oh, das ist gut. Dann kann ich da direkt eine Kiste hinmachen. Wo will ich denn die überhaupt? Ich würde halt gerne hier so eine Kiste hinsetzen. Ich muss kurz nochmal zu diesem Table. Was heißt Table? Ich muss eigentlich hier hin, ne? So. Versuche ich mal so, dann Classical? Nee, Window, Arc. Hier, das da. Das da wollte ich machen. In der Hoffnung, dass das gut aussieht. Aber werden wir jetzt gleich sehen. Das ist optimal. So, und dann kann man hier ein paar schöne Kisten hinsetzen. Was davon? So, das da, das da, das kommt da mal rein. Genau so. Genau so. Und dann werde ich jetzt hier nochmal zumachen. Also die Schmelze ist jetzt um einiges besser als vorher. Das ist schon mal klar. Ich werde jetzt versuchen, hier so viel zuzumachen wie möglich. Also da wird auf jeden Fall mehr als ein Stack reinpassen. So, jetzt lass mich mal da hinbauen, bitte. Ja, geht wohl nicht, wa? So, zack, zack, zack. Einmal, zwei. Ja, mehr geht erstmal nicht. Aber theoretisch könnte ich doch schon mal hier so ein Stack Kabel rein. Und das Ganze dann. So, genau. Und da schon mal weiterlaufen lassen. So, zack. Wenn das funktioniert. Ich hole mal noch mehr Cobblestone. Oh, was machen die Wölfe da? Ich hoffe, die greifen nicht an. Hier ein bisschen mehr Cobblestone. Perfekt. Jetzt muss ich mal halt gucken, ne? Ich werde versuchen, das Ganze. Lass mich mal bitte hier. So. Das muss jetzt natürlich irgendwie so hin, ne? Zack, zack. Und da müsste jetzt dann halt noch eine Kiste hin, eine gescheite. So. Wenn man hier jetzt die Kiste hinsetzt, kann man da halt immer schön dran. Oh, geh bloß weg, Alter. So. Kommt das mal ran. Okay. Alter. Da geh mir nicht auf den Sack. Ich geh kurz pennen. Die Monster nerven mich grad. Oh, schön schlafen mit dem Besen in der Hand. Ist klar, ne? Boah. So. Einmal kurz was zu essen suchen. Müsste ich doch noch hier haben. Naja, nee, ich hab nichts. Doch, ich hab noch was zu essen. So. Erstmal reinhauen und dann ist das schon mal gut gelaufen. Also die Folgen sind jetzt natürlich ziemlich lang und ja, das ist jetzt nur, weil ich so viel Zeit noch übrig hatte. Ups, das wollte ich jetzt nicht wegwerfen. Jo, jetzt muss ich mal kurz nach einer gescheiten Kiste suchen. Könnt jetzt natürlich. Hm.
So, ich mache jetzt einfach eine... Ach Mann, das ist doch kacke. So. Da wollte ich jetzt schnell eine Kiste machen und dann nochmal eine Iron Chest. So. Die Iron Chest mache ich jetzt, ups, hier hin. Und jetzt kann man hier schön sammeln. Das kommt da mal rein, brauche ich gerade nicht. Das brauche ich gerade auch nicht. Man kann ja auf jede Seite dann irgendwas rausmachen, dann dass es irgendwie schneller geht oder so. Muss mal kurz ausleeren. Was ich gerade nicht brauche, kommt jetzt mal raus. Und der Rest kommt hier rein. Das ist Müll. Das brauche ich gerade nicht. Ja gut, das brauche ich auch gerade nicht. Das brauche ich das nächste Mal wieder. So, geht genau so. Jetzt kann ich das Zeug hier mal... Oh, ich baue jetzt meine Axt nochmal. So. Das da hacke ich mal alles ab. Das können wir dann rüberstellen. Ah, zack. Zack. So. Dann wären wir da bald fertig. Die Frage ist, wo stelle ich das hin? Ich könnte theoretisch hier einfach in den Boden... Ja, Mann, ich mache das in den Boden. Und zwar... Das mal hier hin. Den Part Builder. Der Part Builder müsste... In die Pattern Chest, oder? Ja. Mhm. Und dann habe ich das dann noch. Ich mache das mal andersrum, so. Zack. Zack. Und zack. Und dann kommt hier das hin. Ja, dann bräuchte ich das nochmal. Das da, das da, das da, das da. Und dann nochmal kurz schisseln. Und, gib mal her. Dann bräuchte ich hier noch round, nee, nicht rounded, roofing, nee. Wo waren das jetzt nochmal? Alles, genau. So, eins, zwei, das reicht. So, das ist in Ordnung. Dann können wir da sehr gut fertig werden. So. Och Mann, ist das scheiße, dass die sich dauernd so falsch hinsetzt. So. Dann das in... Genau. Und dann will ich... Ich würde hier gern so Stelzen hinsetzen, um Lichter zu machen oder so, je nachdem, wie es dann aussieht. Mal gucken. Also, ja. Hier hat man genug Platz. Sieht doch ganz geil aus, soweit, oder? Ups, das wollte ich nicht. So. Das kommt mal weg jetzt. Ah ne, das bräuchte ich noch. So. Das wäre noch... Ist jetzt die Frage, wo stelle ich das hin? Soll das da noch hin? Ah, ich mach das jetzt hier mal in die Kiste. Oder einfach hier drauf, ne? Das ist ein bisschen unlogisch, aber gut. Okay. Jetzt noch den Rest holen. Oh, das war jetzt kacke, ne? Naja, muss man halt zweimal laufen. Hier mal alles rein. So. Da ist... Nein! Genau, ich weiß, wie ich es mache. Es kommt weg. Da kommt jetzt nämlich der Tank hin. So.
das ein Reinforcement? Okay. Was ist das? Reinforced Modifier. Ach, kenne ich nicht. Keine Ahnung, was das ist. Das kommt da. Das Bronzeblock kommt mal da unten rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Mhm. Könnte theoretisch dann noch eins. Ja. Je nachdem, wie man es braucht. Ich hole jetzt noch den Rest dahin. So. Hier kommt dann mal alles weg. Also hier wird nach und nach wirklich alles abgebaut. Das kommt auch mal weg. Das ist mir jetzt zu blöd. Die sollen lernen, die anderen Betten zu benutzen. So. Okay, so langsam reicht's mit der Folge. Echt. Da passt so viel Stuff schon rein. Das ist brutal. Das hole ich mal raus. Das auch. Hier mal Z. Dann kommt hier alles davon rein. So. Ich mache jetzt mal was anderes. Und zwar geht das jetzt so. Das brauche ich noch. Obsidian, Monster. Genau, die ganzen Materialien kommen da jetzt alle mal rein. Genau so. Das noch alles bitte aufsammeln. So. Genau, das ist perfekt. Ganze Müll kommt da mal weg. So. Dann kommt jetzt noch eine zweite Iron Chest. Je nachdem, was man dann halt so braucht, ne? Oh nee, das sieht doof aus. Oh, ist das jetzt kaputt? Ist ja scheiße. Das ist die Frage, wo man das hinmachen könnte. Einfach hier hin? Oh nee, das. Nee, das wollte ich nicht. So kacke. Jetzt ist es kaputt. Na super. Naja. Egal, dann behalte ich die für was anderes. So, das kommt da mal rein. Und jetzt muss ich hier mal ganz schnell noch so den Rest machen. Und das dürfte jetzt an für sich ausreichen. Um hier... Ups, ich will doch nur hier... Hier drauf. So. Jetzt einmal andere Seite bitte. Und dann ist die hoch genug. Also die ist jetzt wirklich hoch genug. Ich mach das nochmal weg. Ich hätte jetzt hier 5 Stück davon, ne? 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Soll ich nochmal von der anderen Seite irgendwie... Nee. So. Okay, das ist echt buggy. So. Schmelze ist fertig. Ich guck nochmal auf die Playtime. 36 Minuten habe ich noch. Passt für morgen. Passt. Gut, ich will jetzt nicht zu viel verschwenden, ehrlich gesagt. Ich gönne mir jetzt hier nochmal ein Screenshot. Ein Screenshot. Und zwar so. 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 Ein Screenshot gemacht. Und damit wären wir an für sich fertig für heute. Ich gehe vom Server. Das nächste Mal machen wir noch das Lager fertig. Und dann
ja, war es das erstmal mit diesen Baufolgen. Und mich stört das gerade extrem, dass mein Lightpanel aus ist. Da sieht komisch aus. Naja. Genau, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Würde mich extrem freuen. Wie gesagt, das nächste Mal machen wir das Lager fertig. Das Umsortieren dürfen die anderen machen. Ich habe jetzt echt genug dafür gemacht erstmal. Dann würde ich mich gerne wieder um ein paar Mods kümmern, ein bisschen PvP machen. Und ja, tschüss.